So, moin moin Leute, was geht ab? Da ist er wieder, Tabu. Schön, dass ihr dabei seid heute. Simson-Treffen beim Zweitaktgeschwader Oschatz. Hier ist jede Menge los, also erstmal absolute Reizüberflutung. Und ja, ich laufe wieder mit Helm rum, weil ich hier noch einen Rucksack mit habe. Das heißt, ich müsste hier irgendwie alles... ich müsste hier das Zeug festhalten und Rucksack. Und ja, ich bräuchte eigentlich auch so einen Bollerwagen, wo ich dann alles reinknalle. Also wirklich gestört, was hier los ist, was ich schon gesehen habe. 13 Uhr ist die Ausfahrt. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel quatschen eigentlich, aber ihr kennt mich ja. Ne? Ich quatsche immer einen Zahn locker. Ich habe schon ein, zwei Leute getroffen, die ich kenne vom Simson-Kollektiv. Könnt auch gerne mal reinschauen. Der Jonas soll hier sein. Theoretisch auch der Gusto, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ist aber auch nicht schlimm. Den sehe ich vielleicht noch. Ja, hier geht es nicht durch. Das ist so ein Ding durch die Reihen laufen. Ja, das geht gar nicht. Ich war gerade eben schon in Markleberg mit dem Micha. Und ganz genau, mit dem Micha. Und da haben wir die 901 getestet. Das sieht natürlich bescheuert aus. Was machen Sachen? Jetzt läuft er hier rum und quatscht sich den Zahn locker. Moin. Ja, mal gucken, ob ich den Jonas finde. Die ist auch geil, die kennt ihr glaube ich auch. Also wenn ihr so ein bisschen vom Fach seid, dann kennt ihr die auch. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich möchte nicht wissen, was der dort an Kohle reingesteckt hat. Ja, ihr seid mit mir los. Gestört, einfach nur gestört. Ja, das muss man mögen. Also ich habe mir dieses Jahr, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir noch eine Simson hole. Muss ich mal schauen. Also ganz so teuer ist es nicht. Also für mich jetzt nicht. Ja. So, der Superstar. Ich suche ihn. Ich suche ihn. Hier kann man auch alles machen. Ersatzteile kaufen und Carbonteile und Namensschilder und Dachschilder. Was nicht geht. Ich gucke uns das mal an. Letztes Jahr durfte ich mit dem Motorrad noch auf die Renne. Dieses Jahr geht hier nichts mit dem Motorrad, das ist nämlich ein Moped-Treffen. Und genau, die gehen richtig vorwärts. Der 636-Driver, der denkt immer, dass sie richtig lahm sind. Aber das geht schon vorwärts. Zieh mal an, Mann. Zum Glück filme ich in 4K, da kann ich auch ranzoomen. Nice. Sieht auch nice aus. Schön dunkel gehalten. Man müsste eigentlich mal die Zeit messen, wie schnell das Gerät auf 100 ist. Ja, orange geht auch, aber nicht so geil wie lila. Bandleitung. Alle drehen sich um. Was machen sie? Guckt euch das an, wie die abgeht. Das ist gestört. Die gelbe. Geisteskrank. Das ist wirklich schnell. Also kein Scherz.
Also ja, mit einer Supersportler bist du halt im Fingerschnipsen auf 150. Aber ins Verhältnis gesetzt, das ist schon krass. Was man aus diesem kleinen Motor, was der eigentlich leistet, was man da rausholen kann. Ist nicht normal. Der hat größere Bremsscheiben dran wie ich. Nicht auf Video gehabt. Ja, direkt neben mir. Also wieder, wie gesagt, wieder sag ich. Immer wieder fällt sich auf das an. Das ist mega. Ich feier wieder. Weil es hat was. Ich hab wieder mein Motorrad kommen. Im Winter soll die Karre auf jeden Fall stehen bleiben. Und dann, da ist er. Der Star. Der Star. Die Frage ist, wo Jonas ist. Bestimmt. Genau. Das ist er. Boom wollte er haben. Guck da. Zumindest von mir. Ehre. Achso, ja, der möchte sich vermutlich nicht zeigen, obwohl er hat sich schon gezeigt. So. So, wollen wir mal fragen. Grüße! Ja, wie geht's? Neues Moped? Nee, ist das gleiche. Wieder repariert sozusagen. Bitte? Wieder repariert sozusagen. Ja, fett. Was hast du jetzt reingesteckt an Kohle? Das ist 60. Was? 60. 60 was? Kubik. Nee, wie viel Kohle du reingesteckt hast? Boah, weiß ich nicht. Viel. Viel? Kann ich mir vorstellen. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal auf der Ausfahrt. Ja. Ciao. Ja. Also der Kollege stand ein Auto auf der Seite und der ist dann halt voll reingefahren, beziehungsweise weiß nicht, was er gemacht hat, zu spät gesehen oder so. Und jo. Kann ja mal passieren. Ja, das sieht auch gut aus. Instagram-Name steht drauf, aber ich habe keine Brille auf, das heißt, ich kann es nicht lesen. Und es ist so warm unter den Helm. Einmal leistungsstärkes Moment auf 7-Zylinder Basis und einmal leistungsstärkes Moment auf 6-Zylinder Basis. Nice. Also, wer ist das? Was sagt er jetzt dazu? Low Max Low? Leistung, das ist ganz anstrengend. Ich höre einfach gar nichts. Es ist einfach nur laut. Es sind Lautsprecher da. Die Moped sind extrem laut. Ich verstehe nicht. Also zumindest nichts von dem, was angesagt wird, verstehe ich nicht. Was ich vorhin gehört habe, 13 Uhr Ausfahrt und ansonsten nichts. So, ich will mal gucken, ob ich mich noch hier dazwischen drängeln kann. Aber hier eskaliert es nicht ganz so wie in Zwickau. Also Zwickau war wirklich extrem. Das meine ich. So mit den Unterschriften und so, das passt. Ja. Sind das Unterschriften? Ja, moin. Aber da dürfen nur irgendwelche Superstars unterscheiden bei mir. Nicht Hans Wurst und Wurst. Ja. Das ist der MDR, ne? Die gehen mir so richtig auf den Sack. Muss ich mal so sagen. Nicht böse gemeint, aber... Ich weiß nicht, seit letztem Jahr oder so, ich weiß nicht, seitdem die wissen, dass das gut ankommt, berichten die über Mopeds und
Schnickschnack, berichtigt mich bitte, wenn es nicht so ist. Aber ich bin der Meinung, dass sie Geld machen wollen, Alter. Das ist nicht normal. Also ja, das ist schön, wenn die das Ganze begleiten, wenn die das bezahlen. Aber also mir passt das gar nicht. Ich würde dann Akku wechseln, wenn ich hier fertig bin. Das ist ja verrückt. Wusstest du, du kleiner. Ich kann mir vorstellen, dass du sich versteckt von mir. Da wird was natürlich weh. Ob wir dort mal rutschen gehen? Na, rutschen gehen! So, ich muss mal von der Seite ran, weil ich weiß, dass die Jungs vom Simson-Kollektiv dort stehen. Und das habt ihr noch nicht gesehen. Also, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Der hat alles selbst gemacht. Ich will nicht wissen, was das kostet. Gestört. Wieder weiß, auch nicht schlecht. Also das hier, das ist der Bike-Pilot, glaube ich. Der filmt die Ausfahrt auch. Der hat sich schon weggedreht. Ich weiß, dass er nicht gefilmt werden möchte. So, hier, das hier. So. Also wirklich alles schön aus Holz und so. Das kostet viel Zeit und Geld. Habe ich ihm auch schon gesagt. Einfach nur gestört. So, wo ist denn Dings hier? Den kenne ich auch, aber ich habe den Namen vergessen. Hier, Lassenfahrt. Ja, also wie ihr seht, hier ist jede Menge los. Und ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll. Und hingucken soll. Aber wir sind gleich durch. Da vorne ist der Anfang. Ich hoffe, ich schnief nicht zu sehr ins Mikro. Ich krieg das gar nicht mit, wenn ich hier den scheiß Helm auf habe. Harley Davidson. Ja, kann man so machen. So, nachher geht's theoretisch, geht es nachher noch auf einen Harley Davidson Racetrack oder zu einem Racetrack. Würde die ganz dicke Dinger fahren. Und ja. Ja, das muss man erstmal nachmachen. Also überhaupt generell normal fahren mit einer Harley Davidson mit so einem riesen Ding um die Kurve fahren und dann fahren die auch noch Rennen. Also Kofferschleife sozusagen. Fährt man. Oh, der Helm ist auch nice. Hier unten läuft's raus. Aber ich kann nicht alles halten, weißt du? Sieht man das? Sieht man das, dass mir warm ist? Nee. Aber hier ist es trocken. Vorhin hat es noch geregnet in Leipzig. Das kommt hierher wahrscheinlich. So. Na, wenigstens einer, der sich traut, was zu sagen. Die meisten, die sind dann immer übervorsichtig, haben keinen Bock, was zu sagen. Mal so gucken, ja, gucken mal einen Daumen hoch. Und ja, das war's dann. Mehr auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm, man muss ja nicht mit jedem Kontakt aufnehmen. Aber wenn man stiert, ja, dann kann man auch mal Hallo sagen. Etwas ein bisschen beobachtet, was ja auch normal ist. Also ich finde es schön, wenn die Leute mich erkennen. Das ist doch was für mich. Kann man hier eine Probefahrt machen? 399 Euro. Also eigentlich könnte ich jetzt ein Bild einblenden. Ja. Ganz genau. Ich schneide dich einfach raus. Ja, weil die an ist. Wir machen noch hier. So genau, das ist der Elias. Herr Bauder. Sein Moped habe ich noch nicht gesehen, aber das war ein kurzer Einblick in das Simson-Treffen vom Zweitaktgeschwader Oschatz. Ich schreibe es nochmal unten rein. Jetzt warten wir auf die Ausfahrt, jetzt wird der Akku gewechselt und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze an. Ich hoffe, das Ganze bleibt trocken. Schaut doch mal auf Instagram vorbei, TikTok, Facebook und was es alles gibt. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, reingehauen. Warte!